Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Project hier auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben das letzte Mal jetzt gar nicht so viel geschafft, weil wir mussten ja schon 16 Uhr noch was schlafen gehen. Aber okay, das passiert. Waren halt schon sehr müde von der täglichen Arbeit. Wir haben allerdings schon gesehen, dass wir relativ gut vorangekommen sind. Wir haben jetzt schon Mais geerntet in der letzten Folge. Wir haben schon einiges, also schon 11 Blubbelfelder leer gemacht und wir konnten schon ein bisschen was von den Bäumen ernten. Jetzt müssen wir gucken, wie das heute weitergeht. Wir sind noch nirgendwo zu einem Durchbruch gekommen. Das dauert vielleicht auch noch ein bisschen. Mal schauen. Vielleicht sind ein paar Bäume jetzt ausgewachsen am sechsten Tag von den ersten, die wir gepflanzt haben. Müssen wir schauen, dann können wir die vielleicht niederknüppen. Ansonsten wird sich schon was finden, was wir machen können. Keine Sorge. So, dann gucken wir mal. Okay, komm. Dann essen wir jetzt mal hier den viel besser ohne Gift. Ja, sehe ich auch so. Dann lass uns das doch gleich mal essen. Komm, hier. Wunderbar. Dann gehen wir mal hier runter. Packen dort erstmal den restlichen Mais rein. Und trinken hier erstmal ein bisschen die Flasche leer. Sehr schön. So. Machen wir erstmal den Thymian fertig. Also den Thymian-Tee. Oh Gott, ist das dunkel. Dann müssen wir uns jetzt wohl erstmal mit Dingen beschäftigen. Ah, der Mais ist schon gut gewachsen. Dann müssen wir uns jetzt wahrscheinlich erstmal mit Dingen beschäftigen, die wir hier drinnen machen können, bis es etwas heller draußen geworden ist. Das können wir noch ein bisschen essen. Dann nehmen wir uns noch einen Thymian-Tee. Gehen schon mal gleich hier rüber. Und packen den Rest nämlich hier in die Truhe rein. So, da ist doch schon mal sehr viel Schönes dabei. Dann gehen wir her. Nehmen uns ein bisschen Holz. Gehen hierher, nehmen uns einen Schleifstein noch zur Hand. Und sägen halt erstmal ein bisschen Holz. Nützt ja nichts. So, jetzt ist das kaputt. Jetzt können wir die Säge wieder schleifen. Wir können ein paar neue Bretter machen. Na. Das ist jetzt erstmal nicht spannend, aber es bringt uns erstmal ein Stückchen vorwärts, ne? So, jetzt ist es mittlerweile auch hell genug draußen. Das packen wir erstmal wieder rein, dafür brauchen wir nicht so viel Platz. Und das packen wir erstmal hier rein. Na gut, da haben wir ein bisschen Platz erstmal im Inventar. So. Ah, sehr schön. Gut, dann gehen wir erstmal eine Runde gießen. Moment, wir könnten natürlich auch erstmal das ausrüsten, kochen und in der Zeit gehen wir hier gießen. Und mir fällt gerade noch ein, wir nehmen das mal noch mit. Dann können wir nämlich den Komposter noch ein bisschen auffüllen. So, der Mais sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wir haben ja auch gesehen, dass es was bringt. Also gut zu essen was bringt. Ich würde jetzt auch versuchen wollen, soweit es geht oder so viel es geht, eher in diese Selbstversorgung zu gehen, als diese Vorräte, die wir mitbekommen haben, zu nehmen. Mal sehen, wie uns das gelingt. Ich sag mal, am Wasser sollte es jetzt erstmal nicht unbedingt liegen. Denn da haben wir erstmal noch ein bisschen was. Aber das werden wir sehen. Okay. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr schön, dass wir jetzt schon 7 Kompost haben. So. Ich muss bloß noch mal gucken, ob wir hier irgendwas reingetan haben. Nee. Okay. Das ist jetzt aber, glaube ich, noch nicht ausgewachsen, oder?
Sieht jedenfalls noch nicht so ganz danach aus. Sichel muss ich dann auch mal gucken, ob wir die reparieren müssen oder ob wir uns da eine neue bauen können. Weil die gibt ja auch so langsam ihren Geist auf. Muss ich den einfangen? Und nicht draufhauen vielleicht? Ja. Dom schlägt natürlich wieder alles kurz und klein, ist ja logisch, klar, immer drauf. Hätte ich eigentlich hier einen hinmachen können? Nee, ne? Nee. Okay, ne, dann war das schon okay mit dem hier oben. Aber der ist ja auch noch nicht fertig. Naja, dauert halt ein bisschen, ne? So ein Baum muss ja auch erstmal wachsen. Ist ja jetzt auch ein bisschen viel verlangt, schon am sechsten Tag. So, wenn ich jetzt hier. Ne, ich kann nicht drauf gehen. Also ich konnte ihn jetzt auch nicht einfangen. Den einen Wurm vorhin, den habe ich ja einfach eingefangen. Oh, Eidechse. Jawohl. Sehr schön. Danke, Eidechse. Habe ich wieder was zu futtern. Da ist doch schon mal sehr viel Schönes mit dabei. Was ist das? Käfer oder was? Käfer. Nice. Hier haben wir wieder Thymian. Das ist auch sehr, sehr gut. Da unten ist noch ein Käfer. Wieder bei demselben Baum. Ja, komm wieder zurück. Ich kann da nicht hin. Komm zurück. Noch ein Käfer. Kann ich doch bestimmt essen, oder? Ich meine, wie schon vor uns angesprochen, wir müssen gucken, was wir machen können. Hier speichere ich mal kurz. Und möchte mal gucken, ob ich jetzt hier vorbeikomme. Kann ich doch bestimmt die Pilze hier erstmal ernten. Zurück. Ich weiß halt nicht, ist der jetzt ausgewachsen oder ist der jetzt nicht ausgewachsen? Ah, es ist so, wenn ich mir jetzt allerdings den da angucke, dann muss der noch ein bisschen. Ja, dann lassen wir da auch stehen. Dann lassen wir da lieber stehen. Kann ich hier eigentlich noch. Was? Okay. Was ist denn das Feines? Salzstein, sandiger Boden, Eicheln. Kriege ich das einfach so aus jedem Boden raus, oder was? Oder ist das was, was ich. Okay, ja, dann kriege ich das raus. Jetzt habe ich 13. Ich immer noch 13. Okay. Das heißt, ich kann das immer wieder machen. Okay, na komm, dann. Wir haben ja hier noch ein bisschen was. Dann machen wir gleich oben zu dem einen Baum. Hier. Gesellen wir ihn gleich hier noch einen dazu. Komm, das machen wir jetzt. Bob. Ich meine, kann ja nur besser werden. So, und dann wollten wir doch irgendwie hier unten noch einen machen, ne? Auch hier so.
muss ich dann gleich mal noch zu Hause gucken. Aber vielleicht mache ich mir auch einfach hiermit noch ein bisschen einen Boden hier zurecht und gucke einfach mal, ob ich vielleicht noch mehr Samen rausbekomme aus dem Boden. Das ist ja herrlich. Okay, erstmal keine dabei. Keine Eiche. Das sollen wir mal hier machen. Vielleicht halt neben einem alten Baum, ne? Oder so. Gut. Anscheinend nicht. Dann legen wir die ab. Das darüber. Das ist noch ein bisschen umständlich, dass man das so rum machen muss. Aber ja, okay. Geht schon. So, komm, dann gucken wir mal. Die Spitzhacke. Gut. Nagel. Also nicht Nagel, Hammer. Pfeiler, Steine. Steine haben wir gerade nicht. Stöcke haben wir. So, komm. Ach ne, Moment. Nummer 1 ist Thymian hier hoch, Thymian ansetzen. Genau. Dann können wir das da hinpacken. Ja, das ist doch schon viel Schönes dabei. Die Pfeile brauchen wir. Und dann gucken wir gleich noch nach den Käfern. Das dahin und Steine, so. Tipp. Und eine Spitzhacke. Derzeit müsste dann auch der Thymian durch sein. Dann füllen wir neues Wasser auf. Also zurzeit geht es tatsächlich noch mit dem Zeitmanagement. Ich habe eher ein Problem mit dem Wachbleiben im Spiel. Nur so, ja, das war das. Wie sieht denn das mit Käfern aus? Käferspieß. Ah, da brauche ich auch 5. Okay. Die verfaulen aber auch. Okay. Na gut, komm, dann machen wir hier gleich mal Eidechse. Und Käfer packen wir dann halt hier hin. Dann gehe ich doch nochmal runter zu dem Stein. Vielleicht habe ich dort einfach mehr Glück. Wir haben jetzt schon wieder zwei Blubbel wegbekommen. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach nochmal hierher. Ich meine, da habe ich jetzt zwei Eicheln rausgeholt gehabt. Aber wenn es jetzt nicht klappt, gehe ich woanders hin. Ah, da war doch eine, oder? Jawohl. Ach, wie cool. Na, hätte ich das mal gewusst zuletzt, als ich mit über 20 ins Bett noch gegangen bin. Aber natürlich bin ich jetzt halt auch schon wieder, ne, knapp nur noch bei 20. Das ist natürlich auch Mist. Aber gut, ich meine, wenn ich aufstehe, wenn ich munter bin, gehe ich halt vielleicht einfach zwischendrin und kurz pennen. Kann doch jetzt auch nicht so schlimm sein. Gut, wir gucken mal hier runter. Genau. Nee. Na, da will ich jetzt eigentlich keinen setzen, ne? Wir gucken mal, was hier drüben noch passiert ist.
Pilze sind da passiert. Oder einer zumindest. Und hier drüben. Und leider kein Wurm mehr. Na gut. So, dann gucken wir mal. Wenn jetzt hier noch ein Blubbel weg wäre, dann würde ich hier tatsächlich mal noch einen setzen. Also gerade bei dem vertrockneten Gras hier unten. Da hätte ich gerne noch einen gesetzt, aber das geht gerade nicht. Was wir aber machen, ist hierhin eine Eichel zu setzen. Weil dann kriegen wir wahrscheinlich schon relativ schnell das hier noch weg in ein, zwei Tagen. So, und dann gucken wir mal noch hier hoch. Nee, da komme ich nicht durch. Wenn der Blubbel noch weg wäre, dann würde ich durchkommen und dann könnte ich da hin, aber nein. Du bist nur nach unten gewachsen vom Gras. Nee, da steht schon einer. Nee, das ist mir zu heikel alles. Oh, hallo. Oh, ist noch ein Käfer. Sehr, sehr nice. Auf geht's. Wenn wir hier dann eventuell hier hochkommen. Ja, sehr gut. Das wäre ja was. Und da sind wir schon gut vorwärts gekommen. An der Seite. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Okay. Gossen haben wir. Hier noch ein Käfer. Packen wir die Sachen noch schnell weg und dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Aber wir beenden mal den Tag noch nicht. Achso, Pilz noch vergessen. Aber wir versuchen mal den Tag noch nicht zu beenden, weil ich denke, dass wir hier noch ein bisschen was machen können am heutigen Tag. Das essen wir schnell. Da trinken wir schnell was. Und dann müssen wir doch noch ein bisschen was davon nehmen. Aber das ist ja okay. Sehr gut. Ich weiß auch nicht, ob wir zwischendrin, aber ich glaube, wir können nicht auf, also nicht selber aufwachen zwischendrin. Ne, also ich probiere jetzt ein bisschen. Ne, ich habe ein bisschen was probiert, aber geht nicht. Okay. Das ist jetzt natürlich echt ein bisschen blöd, ne? Weil wir jetzt hier mitten in der Nacht sind und da können wir nicht wirklich was tun. Aber naja. Ich kann hier auch nicht wirklich erkennen. Vielleicht können wir es von drinnen. Ob wir die jetzt noch gießen müssen oder nicht. Ne. Können wir nicht erkennen. Dann nehme ich mir jetzt einfach die Gießkanne und schaue nach. Mehr als nicht brauchen, können sie es ja nicht. Aber sie brauchen es. Das ist da. Aber die halt dann nachgemacht haben. Es wäre schöner, wenn es ein bisschen wäre wie bei Stardew Valley. Aber höchstwahrscheinlich können wir hier auch sowas wie ein Wasserreservoir anlegen, um die rum. Müssen wir mal gucken. Vielleicht funktioniert das einfach mit diesen, na, mit den Sachen, die wir uns jetzt hier gebuddelt haben, um an diese Samen ranzukommen. Vielleicht geht das ja damit. Weil wir haben die Spitzhacke da. Da ist sie. Gehen wir jetzt hier kurz wieder drüben ran. Machen das mal noch für ein bisschen Zeit. Siehst du, da haben wir schon wieder eine Eiche rausbekommen. Das ist ja traumhaft. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem hier liegt, weil bei dem anderen haben wir das nicht so viel rausbekommen. Hier haben wir ja schon im Schnitt aller 3, 4, 5 Löcher. Nicht so, schon wieder einer. Richtig nice.
Ja, dann machen wir das jetzt noch ganz fix durch. Bis wir ja halb müde sind. Essen, trinken nochmal. Dann legen wir uns schlafen und dann ist die Folge auch rum. Das klingt doch nach einem Plan. Ich meine, dann habe ich hier zwar auch haufenweise Kalkstein und sandigen Boden, aber... Naja, vielleicht können wir ja damit irgendwas Sinnvolles machen später. Keine Ahnung. Können wir dann auch gleich noch innen drinnen gucken, da ist ja schön hell. Okay, funktioniert nicht mehr. Dann sammeln wir jetzt alles auf. Ist aber auch viel aufzusammeln. Alter Schwede. Ja, ne? Aber ich würde sagen, es hat sich definitiv gelohnt. Dann packen wir hier gleich in die Mülltonne. Packen wir hier unsere Spitzhacke. Brauchen wir die gar nicht mit reinzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir es nach 24 Uhr haben. Ob da irgendwie so ein Ding drin ist, wie in anderen Spielen, was uns dann dazu zwingt, ins Bett zu gehen. Keine Ahnung. Das wäre jetzt schlecht. Einfach aus dem Grund schon, dass wir halt nicht so viele... Ne, okay. Und unsere Haare wachsen noch mehr. Nice. Okay. Guck mal, komm, dann machen wir jetzt gleich noch, weil die Nacht eben so ist, wie sie ist. Machen wir jetzt schnell noch eine Axt hinten ran, weil die ist ja auch gleich im Eimer und eine Sichel machen wir uns auch noch. Komm, das machen wir jetzt. Sichel. Und eine Axt. Die Pfeile noch dazu. Und dann wird's eine Axt. Interessantes Thema, aber ja. Wird schon irgendwie stimmen. So, sehr gut. Dann essen, trinken. Und dann geht's ab ins Bett. So. So viel zu dem Thema. Ich versuche diese Sachen hier nicht mehr anzurühren. Aber naja, was soll ich machen? So, gehen wir ins Bett. Schlafen uns noch diese restlichen 35 Müdigkeitspunkte. Schlafen wir uns jetzt noch hier schön weg. Und ja, siehst du, ist ein wunderbarer Tagesanfang hier. Also, dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank fürs Bescheid sagen, wenn ich irgendwie was besser machen kann. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wir kommen auch sehr gut voran. Hätte ich nicht gedacht, so wie es jetzt am Anfang nach den ersten 3-4 Tagen losging. Aber umso besser. Wir haben einiges vor uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt viel Spaß bei allem, was ihr jetzt nach diesem Video noch tun werdet. Lasst es euch gut gehen und Cheerio!